Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Jazzfreunde. Ich freue mich auch in diesem Jahr, Ihnen wieder in mehreren Sendungen von den Leverkusener Jazztagen berichten zu dürfen. Diesmal waren es die 16. Wieder einmal ungeheuer vielfältig und von hoher Qualität in den einzelnen Stilrichtungen. In unserer heutigen ersten Sendung Ausschnitte aus 5 Konzerten. Dem Danilo Perez Quartett, dem Tommy Flanagan Trio, dem Rodney Kendrick Quintett und dem Superstar auf dem Saxophon Joe Henderson. Liebend gern hätten wir Ihnen auch Ausschnitte aus dem Konzert des Pianisten Amatya Mal gezeigt, auf das ich mich ganz besonders gefreut habe. Aber aus mir unbekannten Gründen hat Amatya Mal kurz vor seinem Auftritt seine Gagenforderung von $15.000 auf $30.000 erhöht. Das war uns und dem Veranstalter natürlich zu viel und so mussten wir auf sein Konzert verzichten. Schade. Nun aber zu unserem ersten Ausschnitt, einem Ausschnitt aus dem Konzert der diesjährigen Workshop-Band, in der wir viele Freunde und Bekannte wieder treffen werden. Ja, Einstieg in eine internationale Szene mit Europäern. Und als das Anliegen kam aus Leverkusen für die Workshop-Band, besinnst du dich natürlich auf alte Freunde. So wie es zum Beispiel war, ich war mit Rob und Gerd jetzt in Australien und wir spielen so lange zusammen. Und ein Musiker, den ich seit 66 kenne und sehr befreundet bin, mit Joachim Kühn. Und dann dachte ich schon, es war ein Pianoabend, Schwerpunkt Klavier. Warum nicht zwei Leute, die so unterschiedliche Auffassungen über Improvisation haben, zusammenzuführen, Joachim und Rob. Und da gab sich die Gelegenheit, auch David Friesen, wunderbarer Bassist, den wir kennen, ob er gespielt hat mit Clark Terry oder mit Joe Henderson, den du eben genannt hast, diese Kombination. Und es war einfach erstaunlich, hat natürlich auch zu tun über die Jahre, die wir uns kennen, von Proben, von Workshops, die wir vorher gemacht haben. So eine Workshop-Band, die sich ein bisschen erneuert hat mit anderem Material. Und was in den Proben schon sehr erkennbar war und sich beim Auftritt sehr positiv zeigte, war die Zusammenarbeit des Bläsersatzes, einem wunderbaren Posaunisten wie Konrad Bauer, der eigentlich bis vor 89 in der DDR weniger so bekannt war. Einer zu den ganz Großen gehört, mit Gerd Dudek und mit Georgi Stevin, dem ich wenig sagen muss, aber dann mit wirklich einer Entdeckung an diesem Abend. Und das erleben wir auch in seinem Solo, was im ersten Stück passiert, dem jungen holländischen Trompeter Jambo Hochendijk. Ja. Und diese Kombination, es war schon in den Proben abzusehen. Natürlich liegt es ein bisschen an mir. Ich denke an Europa, europäische Szene. Und es gibt nicht überall Gelegenheit, diese Musiker zusammenzuführen. Wir feiern nächstes Jahr 20 Jahre. Darum auch das Umfeld des European Jazz Ensemble mit einigen Gästen. Mhm. Und für mich war die Intensität der Band, wie sie sich gab in den Proben und beim Auftritt, sehr zufriedenstellend. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, auch ich war ungeheuer erfreut über diesen Auftritt. Freuen Sie sich jetzt auf die Komposition Pulke mit der Workshop-Band. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.